und herzlich willkommen zum Videolernzyklus Einführung in die Logik. Mein Name ist Sandra Müller und ich möchte in diesem Videolernzyklus ein bisschen von meiner Begeisterung für die Logik an euch weitergeben. Was ist das Ziel dieses Videolernzyklus? Am Ende solltet ihr folgende Fragen beantworten können. Was ist eine Formel? Wann ist eine Formel wahr bzw. falsch? Und wie kann man Formeln vereinfachen? Vielleicht drückt ihr schon mal kurz auf Pause und überlegt euch einfach mal, was ihr jetzt in diesem Moment auf diese Fragen antworten würdet. Vielleicht habt ihr von irgendwo schon mal ein intuitives Verständnis, was sollte eine Formel sein, und versucht es einfach mal ein bisschen zu formalisieren und hinzuschreiben tatsächlich, was ihr da definieren würdet. Und dann schauen wir am Ende des Videolernzyklus nochmal, was ihr dann auf die Fragen antworten, ob sich da was verändert hat. Was meine ich hier erstmal mit Logik? Für diesen Videolernzyklus teilen wir den Begriff, sage ich mal, in zwei verschiedene Arten auf. Wir betrachten die Aussagenlogik und die Prädikatenlogik. Was heißt das genau? In der Aussagenlogik sind Aussagen entweder wahr oder falsch. Wir sagen auch, die haben den Wert 1 für wahr oder 0 für falsch. Ein Beispiel ist die Aussage nicht A und B. Man sieht das hier vorne, also das hier, das ist unser Zeichen für die Negation, das nicht. Das hier ist unser Zeichen für und, die Konjunktion. Und A und B haben entweder den Wert 1 oder 0. Und dann ist dieses hier eine Aussage. In der Prädikatenlogik sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da sind die Formeln komplexer. Die können Terme, das sind zum Beispiel so Rechenanweisungen wie 1 plus 1 oder 3 mal 7 oder A plus B sein. Und die können auch Quantoren enthalten. Hier sind nochmal zwei Beispiele. Also wir können uns anschauen, die Formel x plus y gleich 0. Das wäre eine Formel in der Prädikatenlogik. Oder ein bisschen komplizierter hier, für alle x gibt es ein y, sodass x plus y größer als 0 ist. Schauen wir uns das Ganze mal erstmal für die Aussagenlogik ein bisschen genauer an. Ein Beispiel aus der natürlichen Sprache. Wir schauen uns an die Aussage, die Sonne scheint und ich fahre mit dem Rad zur Uni. Wie formalisieren wir das Ganze? Wir schauen uns die einzelnen Teile an. Der erste Teil, ich nenne ihn mal S, ist die Aussage, die Sonne scheint. Dann haben wir hier ein und, das Zeichen kennen wir schon, das ist dieses Hütchen. Und dann haben wir den Teil, ich fahre mit dem Rad zur Uni. Das nennen wir mal R. Und schon haben wir unsere aussagenlogische Formel, S und R. Ein anderes Beispiel, ganz ähnlich, aber doch von der Bedeutung etwas anderes. Wenn die Sonne scheint, fahre ich mit dem Rad zur Uni. Wir erkennen unsere Teile wieder. Wir haben wieder das S, die Sonne scheint. Wir haben wieder das R, ich fahre mit dem Rad zur Uni. Nur hier ist die Verknüpfung eine andere, wir haben nicht mehr und, sondern wir haben, wenn die Sonne scheint, dann fahre ich mit dem Rad zur Uni. Das heißt, wir haben eine Implikation. Also S impliziert R. Und so können wir auch diese Formel, also diese Aussage formalisieren als Formel. Das ist vielleicht noch nicht so ganz spannend, weil da passiert noch nicht so ganz viel. Da weiß man noch nicht, warum sollte man das jetzt so hinschreiben. Man versteht ja auch so ganz gut, was da passiert. Schauen wir uns mal ein etwas komplexeres Beispiel an. Dann wird vielleicht klar, warum das sinnvoll ist. Wenn die Sonne scheint oder es bewölkt ist, fahre ich mit dem Rad zur Uni. Es sei denn, Peter kommt mit, dann gehen wir gemeinsam zu Fuß, falls die Sonne scheint. Also auch hier wieder die Einladung, klickt mal kurz auf Pause und versucht mal das so hinzuschreiben, wie wir das auf der letzten Folie gemacht haben. Hier die Auflösung. Also erstmal schauen wir uns an, was haben wir überhaupt für Aussagen, für Variablen. Wir haben wieder S, das ist die Sonne scheint, also es ist sonnig. W ist hier wolkig, also es ist bewölkt. Dann haben wir P für Peter kommt mit und R für ich fahre mit dem Rad zur Uni, wie vorher auch. Jetzt wollen wir diese aussagenlogischen Variablen, nennen wir die S, W, P und R, so in eine Formel packen, dass wir den Satz, den ich oben hingeschrieben habe, formalisieren können. Das schaut dann wie folgt aus. S oder W und nicht P und S impliziert R. Also fangen wir das Ganze nochmal langsam an. Warum ist das so? Der erste Teil, S oder W, sagt, dass die Sonne scheint oder es bewölkt ist. Das erkennt man auch ganz gut wieder, dass dieser Teil hier oben die Sonne scheint oder es ist bewölkt. Okay, dann steht da oben, fahre ich mit dem Rad zur Uni. Ja, ich meine, das ist dieser Teil. Aber das allein ist ja noch nicht die ganze Formel, weil es ist noch dieser Es sei denn Teil hier. Also es sei denn, Peter kommt mit, dann gehen wir gemeinsam zu Fuß, falls die Sonne scheint. Überlegen wir kurz, was das bedeutet. Das heißt ja, dass wenn das nicht der Fall ist, fahren wir auf jeden Fall mit dem Rad zur Uni. Das heißt, wenn es nicht der Fall ist, deswegen hier die Negation, dass Peter mitkommt und auch noch gleichzeitig die Sonne scheint, das ist ja der Fall, wenn wir zu Fuß gehen. Also wenn das nicht der Fall ist, dann fahren wir immer noch mit dem Rad zur Uni.
Deswegen schaut die Formel genau so aus. Wofür kann man das jetzt benutzen? Naja, stellen wir uns mal die folgende Situation vor. Es ist heute Morgen wolkig, der Peter hat verschlafen. Jetzt fragen wir uns, kann es denn sein, dass ich trotzdem zu Fuß zur Uni gehe? Oder muss ich mit dem Rad fahren? Jetzt können wir uns einfach das in unsere aussagenlogische Formel wieder übersetzen. Das heißt, wir haben hier die folgenden Werte. Also, es ist nicht sonnig, das heißt, S hat den Wert 0, das ist falsch. Aber es ist wolkig, also W hat den Wert 1. Peter hat verschlafen, er kommt also nicht mit, das heißt, P ist gleich 0. Und wir stellen uns die Frage, kann ich zu Fuß zur Uni gehen? Das heißt, er hat auch den Wert 0, ich fahre erstmal nicht mit dem Rad. Und jetzt fragen wir uns, ob diese aussagenlogische Formel, die ich hier vorne in Orange hingeschrieben habe, wahr ist, wenn wir diese Werte dort einsetzen. Machen wir das einfach mal. Also wir setzen ein für S den Wert 0, für W den Wert 1, hier für P und S jeweils 0 und für R 0. Dann bekommen wir diese Formel. Und jetzt lösen wir das einfach mal auf und rechnen aus, was da passiert. Also 0 oder 1, das heißt falsch oder wahr. Das ist insgesamt wahr, weil es eine Oder-Verknüpfung ist. Hier vorne haben wir eine Unverknüpfung mit 0 und 0. Das ist dann in dem Wert erstmal 0. Die Negation davon ist 1. Dann haben wir 1 und 1 zusammen immer noch 1. Also haben wir hier erstmal 1 impliziert 0. Das heißt aber, wir haben was Wahres und wir wollen was Falsches daraus folgern. Das ist insgesamt auf jeden Fall falsch. Das heißt, dies hat den Wert 0. Das heißt, ich fahre am Ende mit dem Rad zur Uni, weil die Variante, wo ich hier eingegeben habe, dass ich zu Fuß gehe, die ist falsch. Das heißt, so kann man, wenn man vorher eine Formel oder eine normale Aussage, eine natürliche Aussage in eine Formel gepackt hat, relativ leicht ausrechnen, ob diese Aussage stimmt oder nicht. Und man muss sozusagen nicht versuchen, dann nochmal zu verstehen, was hier oben eigentlich mit gemeint ist. Man macht von dieser natürlichen Aussage erst den Schritt in die Abstraktion und wenn man das einmal abstrahiert hat, dann kann man damit sehr leicht rechnen. Und wir werden in den folgenden Videos sehen, wie diese Rechenregeln hier genau funktionieren und wie man auch solche Formeln weiter vereinfachen kann, damit man die noch besser benutzen kann. Nun erstmal noch zur Prädikatenlogik. Wo ist da der Unterschied? Hier schauen die Formeln etwas anders aus. Wir haben zum Beispiel Formeln mit natürlichen Zahlen. Also jetzt haben wir nicht nur Aussagen, die 0 oder 1 sind, sondern wir haben tatsächlich Variablen, die natürliche Zahlen behalten können. Zum Beispiel für alle n gibt es ein m, sodass n plus m größer ist als n. Oder auch einfach die Formel n plus 1 ist ungleich n. Wir können aber auch zum Beispiel Formeln mit reellen Zahlen haben. Es müssen nicht unbedingt natürliche Zahlen sein. Ein gutes Beispiel ist, für alle x gibt es ein y, sodass y² gleich x ist. Das heißt einfach nur, dass es die Wurzel gibt. Ja? Y ist sozusagen die Wurzel aus x. Auch das soll eine Formel sein in der Prädikatenlogik. Es müssen aber nicht mal unbedingt nur Zahlen sein. Wir können uns auch anschauen Formeln mit Mengen. Wir können fragen, ob a ein Element von x ist. Wir können die Aussage oder die Formel hinschreiben, x ist eine Teilmenge von y, genau dann, wenn für alle a ein Element von x ist, impliziert a ist ein Element von y. Das ist einfach die Definition der Teilmenge sozusagen. Alles dies sollen am Ende Formeln werden in der Prädikatenlogik. Das heißt, das Ziel ist erstmal, eine einheitliche Definition zu finden. Ja, ich meine, hier stehen jetzt drei verschiedene Typen, es gibt auch noch viel mehr. Man kann sich vorstellen, dass man alles Mögliche einsetzen kann als Variablen oder als Objekte, die in diesen Formeln vorkommen. Und was wir in diesem Video lernen, ob das machen wollen, ich möchte euch zeigen, dass man eine einheitliche Definition finden kann, die all diese verschiedenen Typen von Formeln umschließt. Und dann zeige ich euch natürlich auch, wie man damit rechnen kann und was man damit so anstellen kann. Nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Hier noch ein Hinweis auf vertiefendes Material, entweder zu den Sachen, die ich euch jetzt schon gesagt habe, zu den Sachen, die noch kommen und auch zu Sachen, die ich hier in diesem Video Lernzyklus der Zeit halber nicht alle beantworten kann. Ganz viel findet ihr in meinem Skript zur Vorlesung Grundzüge der mathematischen Logik. Hier vorne ist der Link. Und wenn ihr weiter Fragen habt, dann könnt ihr mich auch jederzeit gerne kontaktieren. Meine Kontaktdaten findet ihr auch auf der Homepage, die da vorne dasteht. Also viel Spaß bei den Videos und hoffentlich bis zum nächsten Video.